So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, pass mal auf. Das haben wir. Gebäude brennt. Feuerwehr wurde ein Pipeline-Motor. Ich mach gar nicht gucken. Alles hier vorne. Brennt das? Aber wenn die Feuerwache wohl... Ach, der Helikopter kommt. Warte, da fehlt die Straße, ne? Eieiei. Mal kriegen wir das irgendwie raus hier. So. Jetzt fahren auf die Feuerwache rein. Super. Bewegt doch ein bisschen schneller, dann klappt das hier auch. So, Kohle. Und hier oben ist es mager, ne? Ja, jetzt sind die Vollgas dabei. Hier ist genug Müll, weißt du? Genug Krams, der hier rausgefahren werden muss. Aber die fahren nicht los. Die fahren erst los, wenn es zu spät ist, oder was? Auf dem Weg zu diesem Gebäude. Warum fahren da nicht zwei auf Mal hin? Warum nicht? Gleich steht er nämlich schon wieder still hier. Na? Aber ich meine, ausgelassen sind ja gar nicht schlecht, ne? 200, über 200 Leute drin. Das ist schon cool. Da schaffen wir schon ein bisschen was zusammen hier. Alles gut. Hier kriegen wir auch was rein. Hier produzieren wir auch. Wie viel Kohle nimmst du mit? 500 Tonnen. Die kannst du locker mitnehmen. Das Problem ist ja gesagt, das muss hier laufen oben. Das muss dringend laufen. Wir können nicht lagern. Gemischter Müll. Das ist das Problem wieder da. Ja, wer ist denn... Warum ist denn hier... auf dem Weg zu diesem Gebäude? Ja, wo ist denn der? Hier vorne steht einer rum. Ja, der fällt erst von Spanien hier hoch. Das ist das Schlimme. Wieso macht er... Warum macht er das hier nicht? Alter Freund. Oder das ist einer von unseren Jungs. Das kann natürlich sein. Technisch, wo ist denn das hier? Das ist hier oben sogar. Das hält's ja nicht aus. Aber der steht immer noch doof rum, ne? Also der könnte sich auch bewegen. Weil jetzt, da steht hier alles still, ne? Oder? Ja, klar, steht still. Da passiert nichts. So, jetzt läuft es wieder. Das ist zum Reihen, ne? Also mit der Müllentsorgung, da muss auch noch was geregelt werden. Das zur Not auch hier. Das sind drei Container sind voll. Warum fährt da nicht ein zweiter schon hin? Hier, einer steht hier rum. Einer hat hier eine Pote in der Nase. Das ist doch wieder mal... Also, ich weiß nicht. Kein Wagen für kleine Container. Die haben wir ja auch gar nicht. Ist vollkommen egal. Jetzt fährt einer los. Jetzt fährt er los. Das ist großartig. Wo fährt denn der hin? Wo fährt denn der hin? Ich wollte gerade sagen, der fährt zum Tanken. Das wäre es noch gewesen. Das wäre echt noch was gewesen hier. Es ist, also, da kommst du nicht gegen an. So, weiter. Wir sind noch nicht lange nicht fertig hier. So, die sind am Bauen. Das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Wichtig alles hier, großartig. So, wir brauchen die Gleise noch raus, wir brauchen Strom hier noch hin, wir brauchen Wasser hier noch hin. Strom, ja, das ist die Frage. Wo kriegen wir Strom her? Hier ist das Saft. Ach, alles da. Strom ist vorhanden. Kein Problem. Nee, wir brauchen richtig Strom hier, ne? Die ziehen ja richtig Saft, die Dinger. Aluminium, was brauchen wir da hier? Das ist Aluminiumfabrik, das ist das. Maximaler Stromverbrauch pro Tag 151 Megawattstunden. 151! Da geht ein bisschen was durch.
17. Was haben wir hier? 17 Megawatt, ne? So, maximal täglicher Wasserverbrauch 7 Kubikmeter. 7,4. Okay. Strom, wir kriegen hier Strom her. Warte mal, wir haben doch das Atomkraftwerk doch hier, ne? Kommt der Strom hier nicht vom Atomkraftwerk hier hoch? Ist das nicht vom Atomkraftwerk? Dann können wir doch von hier Saft ziehen, oder nicht? Und das doch vom Atomkraftwerk, oder nicht? Warte mal, ist das nicht von da? Wo ist die Leitung? Die Leitung, die Leitung, die läuft hier runter, dahin. Da genau, hier. Atomkraftwerk, ist doch hier, ne? Das läuft doch bestimmt auch hier, wunderbar. So, wie sieht's hier aus? Genau, hier haben wir auch nochmal richtig dicke Kohle gemacht. Wir haben auch mal alles leer gemacht, sozusagen. Jetzt können wir den Zug mal wieder auf Rente schicken. Wo ist denn der? Hm, der Zug ist da. Der hier, ne? So, ich muss gleich mal gucken, wo der ist hier. Wo steckst du fest? Da ist er. Gut, dann lass ihn mal fahren nochmal eine Runde. Dann kann er nämlich danach, wenn er fertig ist, nochmal eine Haltestelle zugeben. Und zwar das hier. So. Würde schön. Ach, diese Strecke hier, die ist furchtbar. Wenn man da nochmal irgendwie eine andere Strecke rausbasteln könnte, wäre ganz cool, ne? So eine, irgendwie so eine Entlastungsgeschichte. Bloß wo, das ist die Frage. Hm. Na gut, wie Deutsche Bahn, ne? Wir tun alles, damit sie zufrieden sind. Wir tun alles. Aber für die Verschwörung können wir nichts. Weil, ne? Das sind alles die Fremden. Das ist nicht unser Problem. Das ist nicht unsere Schuld. Da können wir nichts gegen tun. Apropos Stau. Ach, schön, ja. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier wird Stau. Nee, ist nicht. Doch, ein bisschen. Was haben wir hier denn? Okay. Leute, Leute, Leute. Mann, 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 Mann. Wenn ich das schon wieder sehe hier, ne? Dann krieg ich schon wieder... Er will zur Stofffabrik. Ach nee, klar, hier ist auch eine Einbahnstraße. Ja, wir versuchen den Weg rum, ne? Warum fährt er eigentlich nicht hier unten rum? Hier ist doch die Stofffabrik. Da ist er doch. Ist doch günstiger fast. Manchmal ist ein, ne, ein Umweg auch, manchmal ist ein Umweg auch kürzer. Na gut. So. Aber mit der U-Bahn läuft, ne? Unsere U-Bahn läuft. Keine Probleme. Noch nicht mal mehr, was mich auch wundert, noch nicht mal mehr hier oben ist ein Problem. Weil sonst hatten wir auch hier oben die Probleme, ne? Wenn das so unten klemmte, dann klemmte das irgendwann auch mal hier oben. Aber hier ist im Moment gar nichts, ne? Alles tut die. Ja, ja, ich bin da mal so richtig so begeistert. So, hier kriegen wir alle Leute raus. Aber wir haben immer noch so viele Arbeitslose hier rum, ne? Tonnenweise Arbeitslose. Die stehen nämlich hier rum. Die können wir noch lockerflockig hier wegsammeln. Aber das Problem ist, wie kriegen wir die am besten? Ach, wir kriegen gar nichts, ne? Sind hier nicht Arbeiter hier, die hier rumstehen? Das ist ein Zug mit Touristen. Das Problem, wir müssen ja auch hier Leute hinbekommen. Irgendwie müssen wir Leute hinbekommen. Uiuiui, das wird noch Spaß werden. Wenn wir hier ranzwacken. An dem hier. Irgendwie hier ran. Irgendwie hier ran. Mal sehen, ob das irgendwie machbar ist. Wir machen erstmal Planung, ne? Planung, genau. Planung ist cool. Planung ist gut. Warte mal, wo war der Dach hier unten? Ist er erst? Da unten sollen wir hin. Doch, jetzt können wir auch, ist das günstiger, wenn wir hier unten erstmal rausziehen, ne? So. Irgendwie versuchen wir mal hier rauf zu bekommen. Und dann halt da oben mit zwischen. Das müsste gehen. So, nehmen wir den nochmal raus hier. So. Das war klar, ne?
das war so klar. Nochmal, nimm das mal weg hier. So, nochmal neu. So, das müsste jetzt aber gehen, ne? Ja. Und einmal dahin. So. Nicht ganz schön, aber ne, einigermaßen. So. Und dann können wir auch theoretisch das hier runterziehen einmal. Ne, dass wir das Bauxit aber hier rauskriegen. Da können wir auch beide nutzen, ne? So raus. Bis dahin. Passt auch. Müssen wir bloß mal den hier nochmal rausfummeln, ne? Das wäre unser Stahlzug. Ich hätte den liebsten da vorne rein. Hätte ich am liebsten, aber na gut. Man kann nicht immer alles haben, ne? Was war das? Okay, schon wieder da. Fehlende Ressource Alkohol. Oh nein, wir haben keinen Alkohol mehr. Gottes Willen. So, dann versuchen wir was irgendwie reinzukriegen. Beide Richtungen, ne? Wir wollen ja beide Richtungen reinfahren. Einmal dahin, einmal hier. Warte mal. Hier raus. Das geht. Wunderbar. Das wäre ja eine Lösung. So sind wir auf jeden Fall drin. Wir kommen überall hin. Kriegen das Bauxit und die Kohle hier rein. Wir können es bauen, ne? Wir bauen es auch mal. Jetzt hat er wieder nur die Hälfte gebaut. Das ist doch sowas von typisch. So. So. Gartner, überschreibst du mit drüber, das Bierglas ist leer. Ach du Himmel. Jetzt schon? Bisschen früh, wa? So, warte mal. Wir müssen noch Signale setzen. Und zwar einmal hier. Einmal da. Dann einmal müssen wir noch kleine Kreuzung einfummeln. Hm. Die können wir ruhig hier einbauen, ne? Hier unten ziemlich weit. So. Ja, jetzt habe ich Rubel genommen, egal. So, einmal hier vorne, einmal da. Und dann einmal müssen wir mal eine Kreuzung bauen. Können wir die nicht hier vorne hinbauen? Warte mal, das geht nicht, ne? Doch, wir können hier vorne einmal eine Kreuzung bauen. Bremsen wir das doll aus? Nee, ne? So, einmal hier. Zack. So, die beiden. Sekunde mal. Ich mach mal. Ne, lass mal laufen. Neue Fahrzeugtyp. Was ist denn das hier? Oh, warte mal. Was ist das hier? Das war cool. ICE1 Restaurantwagen. Ach, guck. Da haben wir jetzt auch ein ICE da drin. Du glaubst es ja nicht. Das ist ja cool. Warte mal. Ich überlege gerade. Lass mal weiterlaufen. Wenn wir die Kreuzung theoretisch hier zwischensetzen. Ich weiß nicht, ob das passt. Können wir hier eine Kreuzung zwischenbauen? Warte mal, Sekunde. Können wir hier eine Kreuzung zwischenbauen? Schade. Entweder oder, ne? Geht nicht. Schade. Oder wir bauen sie hier vorne, direkt hier vorne rein, die Kreuzung. Dann haben wir nämlich wirklich hier abgeklemmt und hier abgeklemmt. Dann haben wir das Ding auch ziemlich klein gelassen. Ist der ICE ein Mod oder normal? Das ist ein Mod. Das ist höchstwahrscheinlich ein Mod. Ich schau gleich mal. Ich guck gleich mal nach. Weil sonst haben wir hier zu viele. Warte mal. Haben wir hier zu viele? Warte mal. Kriegen wir das so hin? So, ne? Das Ding ist riesig, ne? Das Ding ist echt riesig. Krieg ich hier noch ein Signal hin? Hier bestimmt nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Er ist hier vorne. Lalalalala. Ach, wie machen wir das am besten? Dann würde ich das rausnehmen und in der Kreuzung hier vorne hinbauen.
Kriegen wir hier eine Kreuzung hin? Tatsächlich. Dann machen wir hier eine Kreuzung hin. Fertig. Das geht gar nicht. Warum nicht? Weil... Warum nicht? Hallo? Lass mal weg hier. Warte. Nochmal. Das geht. Das geht auch. Bauen wir hier eine Kreuzung hin. Fertig ist die Laube. Machen wir es so rum. Bauen das mal mit Dollars. Und dann sagen wir direkt hier vorne, frech wie wir sind. Warte mal, so rum, ne? So rum. Das müssen beides Chain-Signale sein. Das hier und das hier. Aber dann kriegen wir hier keine Signale mehr hin. Ach du Himmel. Aber hier kriegen wir noch Signale hin, ne? Dann müsste das ja theoretisch auch ein Chain-Signal sein. Und das hier auch. So, dann haben wir die auch mit drin. Die beiden nehmen wir raus. Warte mal, wo waren die hier? Signal das rausnehmen. Haben wir Dollars. Das einmal wegnehmen, das einmal wegnehmen. So, und das hier genauso. Einmal wegnehmen. Dann haben wir Signale wegnehmen. Das weg, das weg. Die beiden weg. Die beiden auch. Jetzt fehlt ein Stück Gleis. Nein! Was machst du denn da? Brauchst mal wieder hin da. So. Jetzt haben wir... Jetzt müssen hier normalerweise... Chain-Signale rein, ne? Oh ne, warte mal, die doppelten, ne? Wie heißt das noch? Ne, warte mal, hier, da. Die mixet. So. So rum, ne? Oder? So rum. Die genauso. Andersrum. So rum. Da fehlt auch ein Stück Gleis. Ach du großer Gott. So. So wird's doch gehen, oder? Oder blockieren wir es hier extrem? Dann haben wir wesentlich hier keine Kreuzung drin, ne? Und hier auch nicht. Dann kann nämlich hier schon gleich das Gleis wechseln, wo er hin muss. Warte mal, da habe ich ja verkehrt. Das ist doch verkehrt. Halt. Da muss der eine weg. Der muss weg. So. Ich hoffe, das geht so. Ich hoffe, das geht so. So, dann haben wir die beiden schon mal verkuppelt. Die sind am Bauen. Wunderbar. Pass mal auf, was ist mit ICE? Lass mal gucken, ob der ICE mit drin ist. Der ist noch gar nicht dabei. Nee, aber das ist eine Mod. Zum Beispiel der hier ist eine Mod. DB3 Classic. Und was war das noch für eine Personenwagen, ne? Ist das der hier? TE Panoramawagen, ICE da. Ist eine Mod. Ist eine Mod. Warum ist denn der Restaurantwagen schon da und ich habe den ICE noch gar nicht? Was? Leute! Der ICE ist doch kein Diesellok, ne? Nee, so wie es aussieht, nicht. Warte mal, was haben wir noch? Ist das ein Zugverband? Auch nicht. Hier! Alter Freund! 210 läuft die Hobel. Ah, der läuft nur 150. Schade. Aber das Ding ist doch cool. Läuft mit Sprit. Und der genauso. Cool. Die hätte ich doch gar nicht gesehen. Die sind ja echt nicht schlecht. Aber die läuft mit Diesel, die ja, ne? Das ist das Problem. Ich glaube, das Problem ist mit Diesel, ne? Da haben wir keinen Platz hierfür, ne? Da können sie nirgendwo tanken. Ja, hier könnt ihr ranfahren. Das müssen wir auch nochmal ändern hier. Das müssen wir auch nochmal irgendwie ändern, weil das zu klein ist. Das muss länger werden. Wo kommt der denn her? Da kommt einer raus. Und sonst haben wir nur Benzin, aber nochmal hier unten. Na, da ist nochmal Sprit. Hilft uns ja auch nicht weiter, wenn wir hier einen fahren lassen würden. Also, wir lassen mal einen fahren, ja? Nein, wie sieht's aus? Lädst du ab? Ja, machst du. Gut. So, das ist genug. Da kommen sie wieder rangerollt. Wunderbar. Was haben wir hier drin? Ach, er holt jetzt ab hier. Guck mal hier. Er holt jetzt hier ab. Ein Zug wartet zu lange. Wo denn? Warum wartest du zu lange? Fahr doch mal los. Jetzt weiß ich nicht, wo er hin will. Er will da runter, ne?
hätten wir vielleicht von vornherein doch ein bisschen mit Diesel hantieren sollen, wa? Müssen wir uns nächstes Mal dran, müssen wir uns nächstes Mal sozusagen mal im Hinterkopf behalten, dass wir auch genug Dieselhaltetankstellen bauen. Das wäre auch eine ganz tolle Möglichkeit. Weil die Züge brauchen ja auch ein bisschen Saft, ne? Sonst ist ja... Saft. Weil sonst ist ohne schlecht. So. Keine Kohle. Wir können nicht arbeiten. Keine Kohle. Also Eisen läuft. Wie ist das hier oben? Ja, das ist auch, ne? Reißen wir uns das aus den Fingern. Die sind voll. Ja, da ist noch Platz drin. Na gut, so. Wo waren wir hin? Hier wird gebaut. Die Anschlüsse sind vorhanden. Man könnte schon mal einen Zug losfahren lassen, der hier nicht ranfährt, damit die hier schon mal Leute verteilen können. Die da helfen, ne? Das könnten wir ja nicht mal machen. Was machen wir? Hier Priorität mal nach oben hier. Hohe Priorität, das kann fertig werden hier. Mach mal. Dann können sie das fertig bauen. Und dann schauen wir mal. Genau, wegen Strom. Wir müssen Strom ranholen. Strom war aber die große Leitung, die hier. Da holen wir uns mal direkt Strom hier ran. Weil einmal braucht der hier, unsere Aluminiumgeschichte braucht erstmal richtig Saft. Einmal richtig Strom. Aber was haben wir denn hier? Hochspannungsschalter 6-fach. So ein Lümmel werden wir uns mal hier besorgen. Den werden wir uns mal irgendwo hier anbauen. Der müsste denn ja theoretisch irgendwo hier, ja, ne? Dass wir auf jeden Fall einmal eine Hochspannung da oben hochkriegen. Kriegt er eine Straße überhaupt hin? Ich glaube nicht, ne? Nochmal. Von hier raus? Doch, das geht. Da kriegen wir eine Straße rüber. Das geht. Da bin ich auch noch nicht raus, ne? Also wenn das einer weiß von euch, dann dürft ihr es mir gerne mal sagen. Erzählen, mal gerne erzählen, was das hier genau, diese Prioritätengeschichte läuft, wie das aussieht. Also da muss ich mich, glaube ich, noch mal ein bisschen mit auseinander belesen, wie das hier mit dem Strom genau funktioniert. Damit man hier diese Stromschwankungen nicht mehr hat, das wäre mal ganz, ganz cool. Aber da bin ich noch nicht so belesen drin. Da haben sie mit Strom, kannst du mich doch jagen mit, aber ehrlich. Was haben wir hier? Mittelstrom. Was haben wir hier? Leistungstransformator. Haben wir nicht einen tollen hier mit zwei Anschlüssen? Oh, das ist das Wettapparat hier. Das ist der hier, ne? Hat der zwei Anschlüsse? Der hat sogar zwei. Ich würde sagen, den nehmen wir mal zum Durchschleifen, wa? Nee, warte mal. Wir müssen den haben. Den Sechser müssen wir haben. Das nützt alles nichts. Und zwar, weil wir müssen ja eigentlich Strom auch darunter haben. Das nützt ja alles nichts. Da kommen wir nicht drum rum. Den bauen wir mal hier hin. Zack, den Sechser. Dann werden wir uns nachher zweimal hier Strom rüber besorgen. Und zwar von mir aus den hier. So, das können wir einmal durchschleifen sozusagen. Das geht. Den ziehen wir mal dahin. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Straße daran. Eine Sekunde. So, zack, Straße ist dran. Die Stromleitung nochmal abklemmen hier, die eine. Die muss einmal weg. Sorry. Geht gleich weiter. Ist gleich wieder alles im Lot. Dauert nur ein Sekündchen. So. Einmal von hier. Noch da. Und von da. Warte mal, nee, das ist verkehrt. Was machst du denn da? Ach Mensch, was machst du denn da? Was war das denn für eine Verbindung überhaupt? So, hier hat. Da, von da nach da. Jetzt läuft das wieder im Start Dänemark. Joe, ach, das kennst du? Oh, cool. Ja, dann müssen wir eine kleine Sitzung mal machen bei Gelegenheit. Damit du mir das einmal verklickerst, wie das genau läuft. Weil da bin ich nicht drin. Mit diesen Sachen bin ich nicht, nicht konform, kann man sagen. So, 12 Megawatt bis dahin. Warte mal, reicht das? 12 Megawatt langt das? Ich glaube nicht, ne? Wo war das jetzt hier? Aluminium? Da. Da. Wir brauchen... Wattzahl, 2,51 Megawatt. Genau, mal auf den Pott Kaffee und so. Da werden wir ein Zeitfenster finden, genau. Das müssen wir mal rausorgeln. Das muss ich mir echt mal zu Gemüte führen, diese Stromgeschichte, damit das mal ein bisschen besser ist. Weil wenn wir irgendwann neu anfangen, wir nehmen die hier. Wenn wir neu anfangen. Ich sehe es wieder nicht. Ich will gerne einen Untergrund haben. Das geht. So.
Dann soll das auch so laufen, ne? Dass man mal diese Stromspitzengeschichten, dass man das mal wegkriegt. Und wie gesagt, ich würde mir immer noch wünschen, dass wir das mit diesen Stromverteilergeschichten. Wo haben wir hier einen? Ich muss mal gucken. Wir finden garantiert einen, der hier. Da, 326%. Also der kocht seinen Kaffee selber. Ne, das legst du einfach nur, da stellst du den Topf einfach auf die Leitung, dann passt das schon. Dass man das hier ein bisschen flexibler regeln kann. Dass man hier sagt, keine Ahnung, so ein Kreis oder irgendwas, den man hier hin und her schiebt, wo man sagt, diese Gebäude sind da drin, dass man das so machen könnte. Das wäre ganz cool, weil siehst ja, der hat hier zu tun ohne Ende. Und das Schlimme ist, wenn du daneben einstellst, bringt das auch nichts. Die haben denn beide das Gleiche, die haben beide den 326%. Die teilen sich das nicht auf. Die sagen hier, nö, heute nicht. Ne, aber die Idee war schon mal gar nicht schlecht, aber sonst, nee, die Ausführung ist kacke. So, haben wir. Strom ist vorhanden. Noch nicht ganz, aber kriegen wir hin. Warte mal eine Sekunde. Strom. Ach, guck mal hier. Da sind auch neue. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, das ist der Standard und das ist der mit einem Fußweg dran. Das ist doch mal cool. Warte mal, will ich da rangehen? Das ist schön. Das finde ich mal gar nicht schlecht. Soll ich mal rauszoomen? Warte mal. So. Wir brauchen einmal hier und einmal auf der anderen Seite, ne? Ja, mach mal. So, einmal brauchen wir hier einen hin. Und einmal brauchen wir hier unten einen hin, ne? Mal ein bisschen darüber. Schön, dass du da was gebaut hast mit Gleisanschluss. Wie sollst du den denn da rauskriegen? Na gut, den können wir irgendwie da rausfummeln hier oben durch, ne? Das würde gehen. Oder halt hier unten rum. Das müsste auch funktionieren. So, haben wir. Jetzt müssen wir mal Strom hier von mir aus unterirdisch aber hinziehen, ne? Das müsste doch gehen. Wupp. Ja, ist schön, ne? So. Und einmal von denen hier darüber. Das müsste gehen, ne? Oder? Das geht. Dann wäre nämlich Strom schon mal da. Ja, Strom ist da. Sehr cool. So. Wie würde denn der Zug fahren? Der würde hier den Berg runterkommen, ne? Ne, würde er gar nicht. Doch, wieder hier. Da würde er runterfahren. Dann würde er vielleicht eventuell durch einen Tunnel, hier durch, da vorbei. Oh Gott. Ja, das ist unsere Todesstrecke hier, ne? Also da müssen wir, ich weiß nicht, was wir da machen können. Also wir könnten diesen Zug nehmen. Das würde gehen. Der würde dann hier rüberfahren, einmal hier tanken. Das würde gehen. Das machen wir auch. Komm, egal. Wenn das schon, ne? Wenn schon, denn schon. Den hier nicht. Wo war der jetzt? Im Westen, glaube ich, war es, ne? Mal gucken, was haben wir Zugverbände? Vereinigtes Königreich. Hier, das neue Modell. Was haben wir denn für Farben? Yelp. Komm. Och, ist der schick. Das ist doch mal ein Apparat. Hier, das ist ein Apparat. Der ist cool. Der ist gleich viel zu lang. Ne? Also der passt hier gar nicht bei uns hier oben rein. Wenn der nämlich hier reinfahren soll. Ach nee, warte. Wir haben es ja rausgenommen. Wir Ochsen, ne? Der kann hier gar nicht hinfahren. Der muss ja erstmal bis hier... Bis dahin. Aber das macht ja auch nichts. Das kann er ruhig machen. Komm, geh mal her. Erster Halt. Der hier, dann fährst du dahin und dann fährst du bis nach ganz weit, ganz da unten dahin. Ne, was nicht fertig ist. Mist. Warte mal, wir helfen mal nach. Was kostet uns das denn jetzt? Ja, weißt du was? Komm, wir helfen mal mit. Wir entlasten mal das Bauamt. So, warte, Halt ist denn hier noch. So. Dann mal los. Wunderschön. So, wie der fährt, das gucken wir uns an den nächsten. Das fährt wieder zum Tanken fahren. Ich halte meinen Kopf nicht aus. Das geht doch in die Hose. Das sehe ich doch jetzt schon. Ach Gott, das wird. Aber na gut. Folge ist zu Ende. Da sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, gib doch einen fetten Daumen nach oben. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wa? So, bis dahin.